Da sind wir wieder. Die Phasmophobia-Geisterjäger sind auf einer neuen Tour. Und wie immer, wenn wir eine Sitzung beginnen, fangen wir in Tanglewood an. Das ist so unser Auftakthaus. Wir spielen Profi. Zunächst. Also heute. Das heißt also mehrere Folgen spielen wir Profi. So, kaufen muss ich glaube ich nichts. Geld haben wir jetzt durchaus mal ein bisschen in der Hinterhand, aber ich bin zuletzt. Kannst ein bisschen hinzufügen. Ja, ja, hinzufügen hatte ich vor. Das ist ja alles da. War der Plan. Und ja, dann geht es auch schon los. Das fluppt heute ein bisschen besser. Ja, ich hoffe, das fluppt jetzt so im Truck. Ich jetzt dann auch in den Truck fluppe. Ich weiß es nicht. Die Truck fluppe. Ich rauche mir mal eine Truck fluppe. Zum Glück rauche ich ja nicht mehr. Also in echt jetzt. Truckfluppen habe ich auch noch nie geraucht. Ich wollte in der letzten Folge, was heißt in der letzten Folge, ich wollte das eigentlich mal erzählen. Ich war letztens bei Rewe, ne? Oje. Und da habe ich meinen Payback-Gutschein, 20 Euro, wollte ich da eintauschen an der Kasse. Weißt du, was ich nicht mag? Ich meine, man hat ja nicht so oft einen Gutschein, den alle zwei Jahre drucke ich mir mal so einen Gutschein da aus, ne? Und dann habe ich halt einen Bon aus dem Automaten gekriegt und gehe dann an die Kasse und gebe den Bon bei der ab und dann guckt die mir an, ja, da kann ich nichts mit anfangen. Ich meine, warum wird man dann immer direkt so doof angemacht, ne? Als wenn ich das wissen müsste, nachdem ich das letzte Mal vor zwei Jahren sowas gemacht habe und da den Bon abgeben musste. Nein, der ist direkt auf der Karte. Allerdings hat sie dann erst das Guthaben dann von der Karte abgezogen, als sie dann ja merkte, dass ich diesen Bon hatte. Sonst wäre das nämlich gar nicht passiert. Weil sie mich nicht darauf aufmerksam gemacht hätte, dass da Guthaben drin ist. Ja. Also sowas finde ich, ja. Also ist das, was ich nicht mag, immer dieses, der klingt nicht einfach nie. Ja, kannst du mir aber auch einen vernünftigen Ton sagen. Als wenn ich hier klein Dobi wäre oder was. Egal. Genug aufgeregt. Bewegungssensor. Kleine Geschichte aus dem Leben muss man ja mal bringen. Kruzifix und Räucherstäbchen. Die Sitzung ist beendet. Was bitte? Die Sitzung ist beendet, habe ich gesagt. Die Sitzung. Mit Gesprächstherapie. Achso, ja. Danke. Danke fürs Zuhören. Okay. Oh, scheiße, Schlüssel vergessen. Nee, doch nicht. Ja, läuft. Super, die auch gehen. Läuft gut. Mann. So, ja, ich gehe. Was ist passiert? Mein Gott. Ach, ich wollte gerade die Klospülung betätigen, da liegt jetzt die Lücke da. Du machst mich fertig. Gerade kurz vorher noch gesprochen, ja, man erschreckt sich gar nicht mehr so in Fassbode und dann so. Nee. Wegen Knochen. Ja. Rechnet denn vom Klo damit? Ja, stimmt. Habe ich zu Hause auch kaum mal Knochen vom Klo. Ja, kaum. Selten. Ja, ich erinnere mich an den letzten Vorfall nicht mehr. Boah, ich sehe wegen der Taschenlampe den Lichtschalter nicht mehr. Bin in die falsche Richtung gerannt. Was soll ich denn dazu jetzt sagen? Achso, Lichtschalter kann ja gar nicht. Ich habe mir auch nicht an. Ja, Mann, ey, es geht ja schon wieder gut los. Ja. Ist hier die Lüftung immer an hier in dem Kabuff? Lüftung? Ja, in diesem begehbaren Kleiderschrank hätte ich fast gesagt. Ja, ist ja ein begehbarer Kleiderschrank. Da ist doch irgendwas. Oder ist das keine. Irgendwas macht doch hier so ein Geräusch. Das ist draußen der Ventilator im Wohnzimmer. Ach, im Wohnzimmer. Der ist an, weil ich das Licht angemacht habe. Ah, verstehe. Ja, heute ist allgemein die Verwirrung groß, wie ihr merkt. Wie viel? La Küche. Drei in der Kitchen. Dreier Kitchen-Inf. Boah! Warst du in mir drin, ne? Ich hab dein Gebiss gesehen. Und? Ja. Ja, A7, leicht kariös. Ich habe das immer gehasst, wenn das so gesagt wurde. Ja. Das wurde bei mir immer gesagt.
Was wollte ich denn jetzt mitnehmen? Warum habe ich dann mein Fotoapparat nicht weggeschmissen? Ich habe überhaupt nichts weggeschmissen, ne? Ich schon. Salz wollte ich mitnehmen. Ja, da muss ich Fotoapparat erstmal. Können wir nachher nochmal holen. Du hast ja einen da. Ja. Passiert da gerade was, oder? Ja. Türen passieren. Oh ja, ich hör's. Das wäre ein guter Moment, um eine Tür zu fotografieren eigentlich. Ja, ich weiß. Ich hab's gerade ein bisschen verpeilt. So, dezent habe ich's verpeilt. Ich vielleicht nicht. Moment. Es geht die Tür auch noch. Ich mach mal alle. Ja, Fingerabdrücke hast du. Alles okay, gut. Dann kann ich den auch wegschmeißen, den. So, was haben wir denn jetzt hier? Das ist aber auch nur ein 2er-Imp. Ja, 2er-Imp. Wo bist du? Bist du hier? Achso, wir brauchen einen neuen Fotoapparat. Ich geh mal eben anholen. Was willst du? Bist du hier? Was willst du? Was will er? Das? Das möchte er. Natürlich. Ich musste das Licht ausmachen, sonst hat er nicht mit mir geredet. Das vergesse ich nämlich so oft, ja, dass das Licht stimmt, dran ist. Das stimmt. Da sollten wir uns echt angewöhnen. Ich glaube, das Poltergeist, Phantom, Mimik. Oh, also, Moment, ich habe Atem, glaube ich. Ist Atem? Ich glaube, ich hatte Atem. Ja, ich habe Atem. Was ist Atem? Atemgold. Oh, oh, das klingen wieder. Jingle Bells. Ja. Unser Weihnachtsgeist. Das ist das erste Mal, dass ich das jetzt richtig mal gehört habe. Ja, ich habe es schon jetzt zum, weiß ich nicht, wie viel Mal gehört. Aber der klang nicht wie der Weihnachtsmann. Meinst nicht? Mhm. Der klang ganz anders. Der hat 62. Keine Geschenke für uns. Ja, Herr Quinz. Ja, der Herr Quinz nimmt sich mal ein Rachengold. Und du hattest jetzt Gefriertemperatur. Mess nochmal nach. Mess nochmal. Den brauche ich nicht. Das war Gefriertemperatur. Bin ich mir 100% sicher. Nein, das ist bestimmt ein Volti, oder? Gästebox. Mimik. Nee, kann ja nicht. Zwillinge Onryo ist ja auch noch drin. Nee. Was haben wir denn noch? Fingerabdrücke, ach ja. Ja. Ja, ist ein Mimik. Oh, ist ein Mimik, okay. Ja, weiß man, ja. Doch, weiß man. Dann bleibt ja kein anderer Geist mehr. Ich gehe jetzt mal noch Temperatur messen. Ich traue der Geschichte gerade nicht. Das kannst du natürlich machen, aber was soll denn, wenn uns einer täuschen kann, dann ist es ja nur der Mimik. Also selbst wenn er uns jetzt täuschen würde, wäre es immer noch ein Mimik. Verstehen Sie? Ja, ja. Ja, ja, Rito mal. Ich komme mal mit Reicherstäbchen. Mal ein paar Reicherstäbchen. Ich habe hier nämlich keine. Nee, der war. Pass auf. Ich zeig's dir. Ich hatte gefriert. 100 Pro. Hier in der Ecke hatte ich die. Jetzt natürlich nicht mehr, aber ich hatte die hier. Ich räuchere den mal eben weg hier. Wir gehen mal bis in die Garage rein. Schreib ins Buch. Oh, da ist aber was geflogen, ne? Hm? Weiß ich nicht, aber hier fliegt die ganze Zeit was. Da ist ein Bild. Oh, das sind Tarotkarten, die haben wir nicht gesehen. Ah, siehst du mal. Sollten wir die vielleicht gleich noch. Ach, nee. Weil wir sollen doch auch Kruzifix machen. Ja, aber. So, okay. Ach, Bewegungssensor müssen wir auch noch. Nehme ich noch. Ah, ich habe noch 84. Komm, nehmen wir uns 2 Bewegungssensoren. Könnte ich bitte mal noch einen nehmen? Ein Orb. Ja, dann ist es ein Mimik. Dann ist es auf jeden Fall ein Mimik. Er hat einen Orb und angeblich Gefriertemperaturen. Ja, ja. Nicht nur angeblich. Ich habe die gesehen. Was hast du dabei? 2 Bewegungssensoren. Achso, du hast kein Kreuz dabei, ne? Nein, noch nicht. Ein Kreuz mit dem Kreuz. Ich wollte erst die Aufgabe mit den Bewegungssensoren eventuell erfüllen. Ja,
Ja, ich hau das Kreuz jetzt noch. Weißt du, was ich mache? Ich lege eins in den Eingang und eins in den Küchendienst da. So. So, ich nehme direkt noch zwei. Jetzt pflaster ich den zu mit Bewegungssensoren. In den Eingang, ja, okay. Oh, ich schmeiß schon wieder was hier. Kommt vielleicht auch noch. Ja, ich weiß nicht. Kommt ah, da ein Teller. Oh, guck mal, wie viel Teller der da geschmissen hat. Ich habe nur keine Kamera mehr, aber ist egal, ist eh zu spät. Naja, kannst davon ausgehen, dass es zu spät ist. So, jetzt haben wir vier Bewegungssensoren da drin. Wenn er da nicht reintappt, dann weiß ich doch nicht. Ja, hat er doch schon. Ne, hat er nicht. Nicht, ey, vier Stück. Jetzt aber mal jau hier. Guck mal, dass du klarkommst. Geist. Noch sind eigentlich noch sanity-mäßig ganz gut dabei und haben noch zweimal Pillen da stehen. Also. Ich gehe mal ein paar Karten noch dicken. Ja, ja. Ich gehe mal, warte mal, den brauchen wir. Fotoapparat. Fotoapparat? Ja. Also ich bräuchte dann den Fotoapparat. Ist halt die Frage, ob man dann vorher noch die Pillen nehmen soll. Weil eigentlich sind wir noch nicht so weit, aber. Hm. Was da liegt, ist der noch, ist da noch was drauf? Ja, zwei Stück, ja. Okay. Können wir nur zwei Fotoapparate mitnehmen? Oder haben wir drei, nur zwei? Drei haben wir eigentlich. Okay. Ja, ich mach mal, sonst. Okay. Achtung, tot. Das bringt nichts, wenn man an der Tür steht. Wahrscheinlich nicht, ne? Aber. Wahrscheinlich stehe ich einfach nicht weit genug drin. Oh, tot. Oh, tot. Ich bleib hier stehen. Ich habe kein Fotoapparat hier. Ich würde gern raus. Ich die Tarotkarten nicht mehr. Kannst du da raus? Ja, ja. Aber am Kreuz ist nichts passiert. Ich nur die scheiß Karten nicht mehr. Was ist denn mit dem anderen Kreuz? Na ja, so als. Wo hast du das denn? Ach da. Nee, das ist auch nichts. Ja, so viel Def war das jetzt nicht. Aber hätte er uns in die Finger gekriegt, hätte. Ah! Scheiße, ich krieg mich jetzt in die Finger. Kannst du mal hier? Kannst du kommen? Ist nicht aufgetaucht, er kommt einfach nicht hier raus. Ja. Ja. Aber der ist einfach, der ist da rumgerasselt, aber. Ja, ja, ich hab's gehört. Ich habe auch gemacht. Ich habe auch um mein Leben gefürchtet irgendwie. Aber mein Kruzifix? Kruzifix interessiert ihn nicht. 22, ey.
Ja, mit dem Kruzifix, ich bin mir da echt noch nicht sicher. Ich möchte das mal irgendwo. Ist immer die Frage, wirkt das nur bei bestimmten Geistern? Dann könnte aber die Aufgabe würde dann aber keinen Sinn machen. Ja, er ist ja noch nicht mal bis zu mir gekommen. Ja, ich. Der ist ja noch nicht mal in den Flur gekommen. Ja, ich Der weiß war es in der nicht so. Küche und hat darum gewütet. Weiß ich auch Na komm, nicht. hast du Mimik drin? Dann fahren wir jetzt. Ja, warte. Aber. Wollte mal eben noch mal gucken, was haben wir denn Fotos schon mal hier Stand echt die irgendwas? ganze Zeit an der Haustür. Echt? Ja, ich stand an der Haustür, hinter dem Kreuz. Ich war im Kinderzimmer zusammengekauert und hab gebetet. Ja, nee, ich stand am Eingang. Ich stand an der Tür und habe hinter dem Kreuz gewartet. Der kam nicht. Okay, wir können abfahren. Ja, hat aber nichts gemacht, ne? Nee, hat nichts gemacht. Und dann klingt. Nein, ich versuchte die Szene nachzustellen. Ja, ja, genau. Und dann fängt er wieder an. Fängt er wieder an. Mimik. Hat aber. Mimik klingt immer so süß irgendwie. Ja, ne? Oh, guck mal, der kleine Mimik. Ja, dann ist das da so ein. Ist das ihr Mimik? Okay, ist aber süß. Ja, ich bin Digga. Ja, genau. Boah. Kommt der bei den Kindergarten? Lass das mal gucken. Kamera habe ich doch eigentlich mehr dabei. Genau, ich wollte Fotobade wollte ich auch mal eben gucken, was da so. Fünf, ich habe fünf im Besitz, also wir hatten drei Stück dabei auf jeden Fall. Ja, eigentlich. Nicht schon, ne? Darf man da echt nur drei, dann ist. Ja. Ja, ich habe drei im Besitz, okay. Ja gut, dann ist das halt so, ne? Ja, ich glaube, kaufen müssen wir im Moment nichts. Nö. Dann gehen wir jetzt ins Ridgeview Roadhouse. Hast du alles hinzugefügt? Ich habe alles hinzugefügt. Natürlich. Was denkst du von mir? Ein Stück Schokolade gönnen. Schokolade. Bist du schon bereit? Hot Chocolate. Hey, Cold Chocolate. So. Ich warte. So, ja, Kruzifix mal wieder. Foto vom Geist und Salz. Okay. Ja. Mann, eine Mütze aus meinem Gesicht. Scheiße, hast du? Naja. Stimmt, frag mal. Aua. Was geht denn hier? Ich gehe wieder nach oben, wo sowieso nichts los ist. Obwohl, ne, manchmal ist ja. Ich gehe meinen Keller nicht da machen. Manchmal ist ja auch oben was los. Ist da gerade was gefallen? Habe ich da schon mal irgendwas gehört? Oder habe ich Hallus? Was ist eigentlich mit den. Ich würde. Ich gucke einiges nicht ausschließen. Jetzt bin ich gegen den Türrahmen gerannt. Ich gucke ab und zu jetzt auch mal in Schränke rein. Ja, manchmal ist da ja sowas wie ein Ouija-Brett drin oder so. War das die Schranktür? Das war ich. Mann, ey. Ja, Mann, ey. Kannst du nicht mal leise arbeiten, Junge? Ja, hier ist nichts. Ach, Tarotkarten sind hier. Schon wieder, okay. Neben dem Autoschlüssel. Brauche ich auch nicht mehr in die Schränke gucken. Es sei denn, der Geist selber ist im Schrank. Ja. Kommt ja auch schon mal vor. Ach, diese Schnur da von dem Ventilator. Also oben ist sehr still momentan. Ja, bei mir auch. Oh, ein Knochen. Ein stiller Knochen. Da war aber noch nie ein Knochen im Ankleidezimmer. Keller warst du natürlich auch schon. Ne? Klar. Ja, ja. Aber das heißt ja nicht, sie kennen das ja.
War ja letztes Mal auch irgendwie so, dass du eigentlich im Keller warst, dann ging ich runter und dann ging die Party los. Ja, hier war ja auch der Licht. Na, Geist. Boah, das Gerumpel im Keller immer, das hört sich so fürchterlich an. Wo bist du? Zeig dich uns. Okay, ich glaube, wir müssen andere Mittel ergreifen. Warum mache ich jetzt ein Foto? Das weiß ich ja. Ich dachte, ich fotografiere die Küchenzeile, mal. Ich wollte zu Hause auch so eine. Dass ich dann Beweis habe. Sprachbox und Temperatur. Moment, wie geht's uns denn so? Naja, 70 ist jetzt nicht mehr so viel. Hat schon gesaugt. Ja, das kennen wir ja. Immer wenn nichts passiert, saugt's. Ja, kennen wir. Au. Bist du hier? Hier muss was sein. Hier in der Küche muss was sein. Warum? Ich bin 05. Bist du hier? Ach so, Temperatur. Oh, jetzt habe ich dich gehört. Oh. Oh, du hast dich ja schrecklich. Hier nehme ich Temperatur, der Audio. Ach so, der Audio. Warte mal, Temperatur. Hier, 4 Grad sind hier. 4 Grad. Ja, 4 Grad ist schon ein gutes Zeichen, ja. Obwohl, ich habe jetzt hier 12. Oh, ne, hier fällt. Hier ist aber auch was. Der macht was. Ja. Er macht was. 17, 18, eben hatte ich 4 Grad hier. Was willst du? Das muss ja sein. Sollen wir gehen? Wo bist du? Wie alt bist du? 64. Also deine Sendung habe ich ja. Bist du schon, das siehst du jünger aus. Das hat sich gut gehalten. Hammer, ne? Ja. Punkt. Ja gut, dann hole ich mal Salz. Und Buch. Wie alt bist du? 40. Ja, natürlich. Du hattest aber auch, warte mal. Aber gut. Das mit dem Buch würde ich auch gerne noch mal versuchen, weil du hast das Licht an. Stimmt. Scheiße. Das gibt mir ja mein Ding da, ja. Du meintest aber mit der Sprachbox, und müsstest das versuchen. Ja. Weil du gesagt hast, mit dem Buch. mit der Box nicht gut. Aber Licht ist aus, oder? Nee. Nee, Licht ist an. Alles rumliegen haben. Ja. Ist der Tisch voll. So. Hey. wo ist denn das Boxy? Da. Das Boxy. Ich geh mal raus. Bist du hier? Ich sprich da ja nur mit dir. Wo bist du? Was willst du? Bist du ein Kind? Bist du alt? Zeig dich uns. Müll, so komisch. Da war irgendwo ein Haker, hatte ich drin, aber es ist nichts passiert. Also sprechen tut er mit mir. Ja, ja, doch, es ist was passiert. Aber. Da ist er auch nicht mehr in der Küche. Das kann natürlich auch sein. Ah, ja, geilo. Aber wir müssen ja dann sehen, wie er irgendwie mal durch Salz stapft oder nicht. Mhm. Oder nicht. Ja, ich nehme mal so ein Fingerabdruckomat. Und ja, komm, nehme noch eine Kamera mal eben mit. Mhm. Ja, temperaturtechnisch hatte ich eben schon nichts mehr als du. Nein, auch nicht.
aber bisher ist er auch nicht in Salz reingewandert. Geflogen ist hier aber mal was. Aber. Ja, super. Da ist er schon wieder weg. Kann sein. Wir haben schon eine Ladung Tabletten vergeigt jetzt. Ja. Ah, Mann. Oh. Moment, ging hier was? In der Garage meine ich was gehört zu haben. Will's aber nicht beschwören. Plöpp. Plöpp. Hat da was plöpp gemacht? Irgendwo hat's plöpp gemacht. Aber nicht in der Garage. Okay. Oh. Leute, ey, wo bist du denn? Der hat ja uns aber schwer hinters Licht geführt. Da ist in der Küche. Die Garage ist temperaturmäßig auch unauffällig. Ich werde irre, ne? Bezahle ich sicher gleich mit meinem Leben, dass da. Das irre werden, das auf jeden Fall. Ja, doch die. Ich gehe nochmal in den Keller. Kamera. Im Keller war ich gerade, aber guck mal. Achso, ja, ich. Du hast eine Temperaturmessung gemacht, oder? Nee. Ja, ich mache Temperaturmessung. Beim Empf. Ja, das ist ja gut. Das ist eine gute Kombination, du Empf. Da ist Bild runtergefallen. Wo? Und eine Tasse. Oben. Oben? Oben. Auf einmal ist er oben. Zwillinge. Nee, bisher. Weiß nicht. Also. Temperaturtechnisch unauffällig. Da fällt wieder was. Ein Buch, ja, aus dem Schrank. Hier, 3 Empf. Ja, sauber. Oh ja, 0,2 Grad. Ah, Scheiße. Fotoapparat bei. Wo ist da was gibt? Oh ja, da schmeißt er Sachen rum. Na ja, gut, jetzt gehe ich davon aus, dass ich meine letzten Tabletten nehmen muss und dann schnell alles nach oben stellen. Ja, natürlich. Ah. Ups. 51 bis 45, ja. Ja, ja, ich bin ich mir dessen bewusst. Bringe ich Buch, nehme ich Salz und bringe Buch mit nach oben. Ja. Und ich flitze schnell die. Oh Gott, es geht da ab. Ich mache schnell die Kameras und die. Hoffentlich kriege ich die Dots jetzt schnell genug ab. Ach ja. Da ging kurz was ab. Das war bestimmt der Zeit, wo der was rumgeworfen hat. Sieht manchmal da schlimmer aus, als es ist. Komm, gib mir die Kamera. Gib mir die Kamera. Hab ich den Fotoapparat jetzt? Warte, hab ich ihn damit? Ja. Ne, den habe ich da, glaube ich, hingelegt. Ne? Ich hoffe. Moment, jetzt muss ich mir überlegen, worum gingen wir jetzt? Worum war rechts, das? Rechts, glaube ich. Rechts. Okay. Hier. Jo. So, okay. Oh je, oh je, je. Ganz schnell hier. Oh, sag mal. Ja, ist schwer aktiv. Ich will das Buch nicht. Oh, mach schnell jemand. Boah, der ist ja nur am Verrücken hier. Was macht der da? Ja. Ist ja fast ein Poltergeist. Ja, das wird auch wahrscheinlich einer sein. Ja, wahrscheinlich nicht nur fast, ja. Bist du hier? Ja. Wo bist du? Was willst du? Sollen wir gehen? Da haben wir jetzt eh keine Fotos mehr drauf. Schritt für Schritt fotografiert? Ja, ja. 2 Stück. Wo bist du? Gehst du mal noch raus? Ja, ich bin jetzt draußen. Was willst du? Bist du ein Kind?
Nee, Sprachbox ist nix. Ist ja. Ich guck mal eben. Tonne rauchen. Ja. Wir haben Tarotkarten fotografiert? Ja, ich. Achso, okay. Interaktion, Knochen. Schritt, Schritt. Interaktion, Interaktion. Okay. Ich denke mal, der hat keine Gefriertemperaturen. Geisterbox hat auch nicht geantwortet bisher, ne? Mm-mm. Wir haben also im Moment nix. Quasi nix. Und ich habe 54. Ja, das kannst du haken. Das ist schwierig. Was haben wir denn an Aufgaben? Ja, die letzten beiden Aufgaben können wir auch nicht. Also würden uns jetzt sehr in Gefahr bringen. Ah, da musst du so irgendeinen Hinweis geben, ey. Kein Orb, kein Dot. Kein Buch, keine Temperatur, keine Fingerabdrücke. Jetzt macht er gerade wieder was. Ja, Ja, das ist ein schwieriger Fall. Man könnte ja spaßeshalber mal, auch wenn das jetzt nicht unsere Aufgabe ist, aber einmal durchräuchern. Vielleicht zeigt er dann was. Ich probiere das jetzt. Ich weiß, ich riskiere mein Leben jetzt. Ich will das jetzt wissen. Ich habe die Tarotkarten noch in der Hand. Oh, das auch noch. Ich glaube, du hast Atem. Du hast das Räucherstäbchen. Dampft ganz gut da oben. Ja, wow. Das ist eine gute Dosis. Hier unten ist er ja doch auch reingelaufen. Ey, der ist doch unten auch rumgelaufen. Unten das sind auch. Zwillinge. Zwillinge. Ich tippe jetzt Zwillinge und. Ja, ja, das ist auf jeden Fall. Warte, lass mal eben gucken. Beweise. Ja, lustigerweise müsste, ja gut, er müsste Gefriertemperaturen haben, Zwillinge. Na gut, kann ja auch sein. Das M5 kann ja müssten sie haben. Kann auch sein, klar. Dots und Orb nicht, was dafür spricht. Ja, das macht Sinn. Geisterbox hätte sie eigentlich haben müssen, aber okay. Ja. Ach, cool. Aber dass er so weit auseinander Schritte von ihm zu sehen sind, das spricht doch sehr stark für Zwillinge. Ich mach Zwillinge. Ich auch. Ein paar Fotos haben wir ja auch. Und, ja, genau. Lass uns abfahren. Ich weiß wahrscheinlich was ganz Exotisches. Ja, so exotisch geht's denn. Poltergeist, jawohl. Ah. Er hat ja aber einen guten Aktionsradius gehabt, der Poltergeist. Nachdem wir ihn oben gefunden haben, ist er danach ja dann nochmal in die Küche gegangen. Das ist ja total irre. Von oben nach unten gelaufen, die ganze Zeit. Na ja, gut, aber trotzdem $135 verdient. Naja. Schon durchaus in Ordnung. Genau. So, aber das waren diesmal auch schon mit zwei Häusern, haben wir schon eine Folge wieder durch. 34 Minuten reicht. ja, und wir haben einmal richtig gelingen, einmal nicht. Aber der zweite Geist war auch echt knackig. Und wenn es euch gefallen hat, lasst uns dafür einen Daumen nach oben da und schaltet uns auch nächstes Mal wieder ein. Und bis dahin sagen wir ciao, ciao.